Hi Leute, in diesem Video geht es um den Gewinner der Süddeutschen 3D-Druck-Challenge 2020. Der Gewinner der 3D-Druck-Challenge aus dem letzten Jahr. Ich habe ja kurz nach der 3D-Druck-Challenge im letzten Jahr ein kleines Übersichtsvideo hochgeladen, in dem ich einfach mal grundlegend gezeigt habe, wie das Ganze abgelaufen ist. Eigentlich war es geplant, im Real Life diese Veranstaltung durchzuführen, aber wegen Corona war die 3D-Druck-Challenge in Zoom. Also wer nochmal sehen möchte, wie das Ganze war, findet unter dem Video auch nochmal die 3D-Druck-Challenge bzw. das Übersichtsvideo vom letzten Jahr verlinkt. In diesem Video bin ich aber nicht groß auf den Gewinner eingegangen, denn der Gewinner der 3D-Druck-Challenge hat ein komplettes Video auf meinem YouTube-Kanal gewonnen, was einer von vielen Preisen war, den die Gewinner in der 3D-Druck-Challenge gewonnen haben. Plan war eben, dass wir uns im realen Leben treffen, dass ich dann denen ihre Situation aufnehme, ihre Idee präsentiere, was Corona jetzt dann auch nur begrenzt möglich macht. Deswegen dachten wir uns, da die 3D-Druck-Challenge im letzten Jahr auch über Zoom stattgefunden hatte, treffen wir uns jetzt auch einfach in Zoom, nehmen den Bildschirm auf und somit haben die Chance, euch ihre Idee genauso wie uns im letzten Jahr in der Challenge zu präsentieren. Und ganz kurz noch, falls jetzt die Grafik oder der Ton jetzt auch nicht so optimal ist, tut es mir leid, aber wir haben eben, wie gesagt, den Zoom-Call aufgenommen, wodurch die Audiospur über die ein oder andere Webcam aufgenommen worden ist und auch das Bild. Ne? In diesem Sinne, jetzt viel Spaß beim Video. Ja, also erst nochmal schön, dass wir uns jetzt getroffen haben, Leute. Matthias Matoschek und Gerhard Habiger sind die Gewinner von der 3D-Druck-Challenge im Jahr 2020 gewesen. Ja? Und normalerweise war ja geplant, dass der Gewinner von der 3D-Druck-Challenge dann unter anderem ein Video von mir bekommt. Aber wegen der ganzen Corona-Geschichte können wir uns jetzt nicht im echten Leben connecten. Was aber wiederum nicht schlimm ist, weil die 3D-Druck-Challenge hat ja auch in Zoom stattgefunden, ja. Und deswegen haben wir jetzt quasi hier dieselben Verhältnisse, ja, wodurch, Matthias, du jetzt dann eure Idee genauso vorstellen könnt, ja, wie ihr es dann letztes Jahr gemacht habt, ne? Ihr habt ja nicht nur ein Video auf meinem YouTube-Kanal gewonnen oder einen Pokal, sondern auch noch andere Dinge. Ich weiß nicht, Gerhard, wenn du vielleicht mal vorlesen möchtest, was ihr gewonnen habt als Gewinner der 3D-Druck-Challenge? Jo, wir haben relativ viel gewonnen tatsächlich. Ich weiß nicht, Matu kann wahrscheinlich auch gleich den Pokal noch zeigen, wenn ich es nicht cool lese. Klar, also wir haben erstmal einen wunderbaren Pokal in Gold gewonnen. Der ist komplett aus Metall tatsächlich. Der ist sehr schwer. Also ist aus Metall gedruckt und hat eine Metallbasis. Der alleine ist schon mal super cool. Und ansonsten noch ganz viele andere Sachen. Wir haben viele Workshops gewonnen. Wir haben bisher noch an keinem teilgenommen wegen Corona, aber wir haben auf jeden Fall vor, da teilzunehmen. Zum Beispiel einen Workshop 3D-Drucktechnik bei Fabit Pro 3D. Wir haben einen Workshop Gründung bei der Volksbank Ulm-Biberach, einen Workshop Marketing bei der Honold. Wir haben Gutscheine bekommen für 3D, also Profi-3D-Drucke bei Fabit Pro 3D und EOS. Das heißt, wir können bei denen tatsächlich mal was richtig Cooles ausprobieren, also große 3D-Drucke machen oder Metall-3D-Drucke. Wir haben einen Messestandplatz bei der Experience Additive Manufacturing Messe. Mal gucken, wann die dann stattfindet wegen Corona. Aber sobald die stattfindet, können wir unsere Idee tatsächlich auf einer Messe präsentieren. Genau. Wir haben außerdem ein Siegervideo gewonnen. Das nehmen wir gerade auf. Und natürlich für uns persönlich auch sehr, sehr cool Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt über 800 Euro tatsächlich. Und noch ein Promi-Ticket für den Basketball. Also relativ, oder nicht nur relativ, sondern sehr coole Gewinne und viele Gewinne. Genau. Im Endeffekt war ja dann die Idee dahinter, dass jeder Preisstifter von der 3D-Druck-Challenge da ein bisschen was mit in den Pott wirft, sage ich mal, damit die Leute, die dann da tatsächlich gewinnen, dann einen großen Support in den verschiedenen Richtungen haben. Ne? Es ging ja in der 3D-Druck-Challenge auch darum, dass ihr eine Idee, die ihr aus dem 3D-Drucker herstellt, dann vermarktet. Ne? Und das sind natürlich verschiedene Dinge nötig, wie Marketing, Situationen mit der Bank, Reichweite und, ne? Und das ist ja jetzt halt das Coole, dass ihr dann da von allen Seiten ein bisschen abgeholt werdet, ne? Genau, schön. Der Pokal, der ist tatsächlich aus Metall gedruckt. Matthias, ich habe dich jetzt mal groß gemacht. Halte mal schön die Kamera. Du hast ja so eine Full-HD-Webcam. Der ist aus Metall, aus dem SLM-Drucker gedruckt und wurde dann vergoldet. Ja, also wirklich ein sehr hochwertiges Teil. Sieht echt super cool aus und wurde übrigens von der Designerin Gesa Pickbrenner in dem Programm Blender extra für die 3D-Druck-Challenge designt.
Ja, wie auch immer. Dann würde ich mal sagen, bevor wir hier langweilig um den heißen Brei reden, Matthias, wenn du vielleicht jetzt nochmal für alle Zuschauer hier in diesem Video eure Idee Haptic Bytes vorstellen möchtest, genauso wie du es uns in der 3D-Druck-Challenge präsentiert hast. Na klar, sehr gerne. Dann da schalte ich hier mal auf die Präsentation um, die wir tatsächlich fast genauso im Finale der 3D-Druck-Challenge benutzt haben. Und ja, Gerhard und ich haben letztes Jahr bei der ersten süddeutschen 3D-Druck-Challenge mitgemacht. Und unser Team hat sich BitArt genannt damals. Mittlerweile haben wir uns in Haptic Bytes umbenannt. Und in unserem Beitrag zur 3D-Druck-Challenge ging es um Kunst. Und ja, Kunst ist irgendwie so alt wie die Menschheit selbst. Und Kunst entwickelt sich auch immer weiter. Von irgendwie Höhlenmalerei über große Gemälde bis hin zur digitalen Kunst. Und wir wollten eben für die 3D-Druck-Challenge herausfinden, wie man Kunst mit dem 3D-Drucker erschaffen kann. Und Kunst hat für uns immer irgendwas mit großen Momenten zu tun, mit persönlichen Erinnerungen. So, was sind eure großen Momente und eure großen Erinnerungen? Erinnerungsfotos kennt man wahrscheinlich. Viele Erinnerungsfotos oder Videos hat man auf seinen Smartphones oder Festplatten. Und ja, hier kommen wir eben ins Spiel. Nämlich mit unseren 3D-druckbaren Skulpturen könnt ihr eure Momente jetzt auch in einzigartigen Kunstwerken einfangen und 3D drucken. Unsere Idee ist, durch die Haptic Bytes schaffen wir Daten zum Anfassen und holen damit eure großen Momente und Erinnerungen in die Wirklichkeit. Und zwar entwickeln wir Algorithmen, die ein digitales Foto, eine Audioaufzeichnung oder ein Video oder sonst irgendeine digitale Datei in dreidimensionale Kunstwerke umwandeln. Und mit dem 3D-Drucker durch 3D-Drucktechnologie holen wir diese Kunstwerke dann in die echte Welt. Ob als kleine Skulptur für den Schreibtisch oder aber als großes Bildnis für die Firmeneingangshalle, die Haptic Byte-Skulpturen sind komplett individuell. Die Fotos, Texte oder Videos, die man als Input verwendet, die bestimmen, wie die Skulptur aussieht. Und dadurch wird jedes Modell zu einem ganz und gar einzigartigen Werk. Und für die 3D-Druck-Challenge haben wir zwei Algorithmen entwickelt. Und zum einen gibt es eben den Data Cube, der hier zu sehen ist. Dabei werden die Bits und Bytes ähnlich wie bei einem Barcode zu einem Muster umgewandelt, allerdings in diesem Fall einen dreidimensionalen Barcode. Und das haben wir dann optisch ansprechend in einer dreidimensionalen Gitterstruktur angeordnet. So werden die einzelnen Datenbits sichtbar und auch greifbar, wenn man möchte. Und kein Data Cube ist wie der andere. Jeder Data Cube entsteht einzigartig aus den Eingabedaten, wie zum Beispiel dem Erinnerungsfoto. Und schon beim Anblick des Data Cube ahnt man, dass sich hinter der Struktur irgendeine spannende Geschichte verbirgt. Als zweites haben wir da noch den BitTree. Der BitTree-Algorithmus lässt aus den Daten einzigartige Bäume wachsen. Jedes Bit aus den Eingabedaten beeinflusst das Wachstum eines anderen Zweiges. Zum Beispiel Winkel, Länge und Form der Äste werden durch den digitalen Input bestimmt. So entsteht ein einmaliger Baum, welcher in seinen Ästen persönliche Individualität in sich trägt. Und wir entwickeln unsere Algorithmen ständig weiter. Wir schaffen neue Arten von einzigartigen Kunstwerken und arbeiten daran, neue Sachen, ja, zu entwickeln und herzustellen. Alles wird durch persönliche Erinnerungen gefüttert. Doch damit ist noch nicht Schluss, denn wie wäre es zum Beispiel mit einer Skulptur, die sich durch eine Smartphone-App wieder zurück umwandeln lässt in den Input, den man anfangs reingesteckt hat? Und ja, wir arbeiten gerade an einer Möglichkeit, zum Beispiel durch einfaches Fotografieren oder Filmen des Kunstwerks mit der Smartphone-Kamera die enthaltenen Daten zu rekonstruieren. Und damit erhält man nicht nur einzigartige Kunstwerke, sondern kann die darin enthaltenen Informationen auch wieder auslesen und bekommt damit einen sehr beeindruckenden Datenspeicher. Und so könnte man zum Beispiel den Kunden eines Unternehmens die Firmenphilosophie näher bringen,
Denn wenn man so ein Kunstwerk, wenn die Kunden so ein Kunstwerk selber abscannen können, dann werden sie dieses Erlebnis sicherlich nicht so schnell wieder vergessen. Und jetzt ganz neu, nach der 3D-Druck-Challenge gibt es jetzt aktuell die ersten Skulpturen schon frei und kostenlos verfügbar auf unserer Webseite. Haptic-Bytes.art heißt die. Und beim Besuch der Webseite kann man beliebige Dateien von seinem Rechner auswählen und sich einen Data Cube generieren lassen und bekommt dann direkt auf der Webseite eine Vorschau davon angezeigt und kann dann, wenn die einem gefällt, die Datei, das 3D-Modell herunterladen und selber mit dem 3D-Drucker drucken. Und wir planen, das Ganze zu erweitern und demnächst vielleicht auch einen Online-Shop zur Verfügung zu stellen, sodass man nicht nur die digitalen Sachen herunterladen kann und noch weitere Kunstwerke, sondern vielleicht auch bald gedruckte Kunstwerke bei uns direkt mitbestellen kann. Ja, das war unser Beitrag zur 3D-Druck-Challenge, mit dem wir erfolgreich teilgenommen haben. Cool, sehr cool. Ja, also Matthias, vielen Dank für diese Vorstellung. Möchtest du vielleicht direkt nochmal zeigen, wie das funktioniert? Also du hast ja gemeint, dass quasi die erste Version von eurer Website schon fertig ist, da quasi die Beta-Version, wo man selbst schon Daten hochladen kann. Willst du es vielleicht mal kurz zeigen, damit die Leute auch gleich da die ersten Berührungspunkte hatten? Aber sehr gerne. Genau. Ja, also im Prinzip das erste Modell ist fertig. Ja, hier zu sehen ist unsere Webseite. Das ist die Startseite der Webseite. Im Prinzip gibt es nur zwei Seiten. Neben der Startseite gibt es dann nämlich noch, also da gibt es so ein bisschen Infos zu unserem Team, zu Gerhard und mir. Und dann gibt es eben hier besagte Data Cube Webseite, auf der man sich eben seinen eigenen individuellen Data Cube generieren lassen kann. Es gibt hier ein bisschen Beschreibung dazu und wenn man runterscrollt, dann sieht man auch schon die erste Vorschau. Das hier ist jetzt ein zufällig generierter Data Cube. Das heißt, wenn man gerade keine Datei verwenden möchte, dann kann man sich auch einen zufälligen Data Cube generieren lassen. Und ja, man kann ja auch klicken und nochmal beliebige zufällige Cubes generieren lassen. Auf meinem Rechner hier dauert das immer so ein paar Sekunden, bis es fertig ist. Auf anderen Rechnern geht es auch ganz gerne mal schneller. Und die Vorschau ist ja auch komplett interaktiv. Das heißt, man kann hier das Ganze drehen, von allen Seiten betrachten, reinzoomen, rauszoomen, sich das Ganze anschauen und sieht hier schön eben die einzelnen Bits, die hier platziert werden, im Fall zufällig. Oder man klickt hier oben auf den File Picker oder drag and droppt eine Datei von seinem Rechner, zum Beispiel ein Erinnerungsfoto eben oder ein Video. Und dann wird direkt aus dieser digitalen Datei hier so ein Cube generiert. Und wenn der einem gefällt, kann man hier auf STL generieren klicken. Wer 3D-Drucken kennt, dem sagt STL wahrscheinlich schon was. Das ist nämlich das Dateiformat, in dem die meisten 3D-Modelle für den 3D-Drucker so verfügbar sind. Und das kann man sich hier direkt generieren lassen und dann auch herunterladen. Und wer möchte, kann hier noch mit weiteren Einstellungen herumspielen, zum Beispiel die Größe von dem Cube verändern. So der typische Cube sind so 10, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter. Ich habe hier auch einen fertig gedruckten gerade da. Warte mal, ich mache das kurz. Genau. Cool. Also man sieht schon, Haben wir hier ein. die Einsätze sind additiv gerecht konstruiert. Also man braucht da keine Stützstrukturen, um die Klötze da innen drin zu drucken. Ja. Für den Würfel außenrum braucht man schon die ein oder andere Stützstruktur, aber da habe ich ja auch schon mit gedacht, vielleicht, dass du da noch mal kurz was sagst. Genau, also wir haben viel experimentiert, um das am Stück druckbar zu machen. Das war gar nicht so leicht. Es gibt und für eben, wie du sagst, für den Rahmen hier außenrum, da sind Stützstrukturen praktisch. Das kann unser Tool hier auch direkt mit generieren. Machen wir jetzt. Das heißt, hier unter den Einstellungen kann man das aktivieren. Das empfehlen wir zu machen. Steht auch in der Beschreibung mit drin und dann werden so Stützstrukturen mitgeneriert. Das kann man natürlich auch selber machen in seiner eigenen Slicer-Software, wenn einem das lieber ist. Wir haben die jetzt so gemacht, sodass man den Innenteil noch trotzdem sehen kann und dass es materialsparend ist und es hat bei mir ganz gut funktioniert zum Drucken. Genau, aber man kann auch mal mit den Einstellungen so herumspielen, was da so passiert. Und wir haben hier weiter unten
noch Beschreibungen, wie man denn die Druckeinstellung so machen sollte, damit das Ganze gut druckt und mit welchen Slicern das Ganze gut funktioniert, haben wir hier noch unten eine Beschreibung angefügt, wenn man das Ganze sich selber ausdrucken möchte. Genau, und noch ein kleines Wort dazu, dass der Cube jetzt anders aussieht als der vorhin im Video gezeigte und auch links auf der Website zu sehende. Der linke Cube ist unser Prototyp. Das steht auch nochmal auf der Seite in der Beschreibung. Und der ist leider nicht auf einmal druckbar. Den muss man in mehreren Settings und Layern drucken und dann manuell zusammensetzen. Und da dachten wir, das ist erstmal nicht so gut als erstes Modell. Wäre schön, wenn die Leute sich das am Stück drucken könnten. Deswegen sieht der jetzt ein bisschen anders aus, aber unserer Meinung nach auch ziemlich cool. Und wir werden den noch weiter updaten. Also wir haben schon Ideen. Wir können zum Beispiel die Form der Bits demnächst noch ändern, dass das Kugeln sind oder so. Also da kommt noch was dazu. Und neue Modelle kommen natürlich auch noch irgendwann. Sau spannend. Bin echt, also ich glaube, also ich bin echt gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Ja, und Leute, schreibt mal in die Kommentare. Also jeder, der jetzt hier zuschaut, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bin sau gespannt. Geschmäcker sind unterschiedlich. Das ist wirklich abstrakt. Aber jeder, der sagt, dass ihr langweilig seid, der no way. Also abstrakt seid ihr und kreativ, das muss man euch lassen, ja. Und ansonsten bin ich mal echt gespannt, was dann so die Masse dazu sagt. Uns hat es auf jeden Fall überzeugt und ich finde es auch mega cool, immer noch. Auch jetzt, ja, nachdem du es wieder hier vorgestellt hast, hab Bock und werde jetzt auch direkt mal so ein Cube generieren lassen. Und ist echt egal, was ihr hochladet, ne? Ob ich jetzt ein Bild hochlade, ob ich ein Video hochlade, ob ich einen G-Code hochlade, ob ich eine STL hochlade, ob ich was auch immer hochlade. Es muss einfach nur irgendeine Datei sein, die kleiner als 50 MB ist, oder? Momentan 15, nur wegen manchen Browser-Limitierungen, genau. Und das ist alles komplett Client-Side. Also wir tracken nichts mit, wir lassen uns nichts schicken. Das heißt, das ist alles auch Ja. privat. Ihr könnt auch private Erinnerungen nehmen, tatsächlich, wie es Ja, gedacht ist. sehr stark, hey. Cool. Also, wie gesagt, Leute, unter dem Video findet ihr natürlich den Link zu der Website, zu dem Generator, den ihr dann kostenlos testen könnt. Ja? Und aber auch den YouTube-Kanal von Matthias. Der hat auf diesem YouTube-Kanal schon mal über die ganze Situation gesprochen und wird auch hin und wieder mal darüber erzählen und auch eben die ganze Reise begleiten. Das heißt, geht auf den YouTube-Kanal von Matthias, abonniert ihn, unterstützt ihn auch noch dadurch weiter, weil ich glaube, das haben sie verdient. Ne? Und ansonsten, da ja, gibt es noch irgendwas von eurer Seite aus, dass ihr jetzt hier gerne loswerden möchtet? Vielleicht kleiner Nachtrag zur Webseite. Man kann sich dort auch mit seiner E-Mail-Adresse anmelden, wenn man ja, Neuigkeiten erhalten möchte, über was so passiert. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht jeden Tag selber auf die Webseite schauen wollt, ob es was Neues gibt, ob es den Online-Shop endlich gibt, dann könnt ihr euch uns auch eure E-Mail-Adresse da lassen und dann werden wir euch benachrichtigen. Keine Angst, wir schicken da nicht unnötig Werbung und so. Ich glaube, wir haben jetzt seit es gibt erst eine E-Mail verschickt, wenn überhaupt. Es geht. Da kommt nicht ständig Spam. Wenn man da Neuigkeiten möchte, gibt es dann Feld. Genau, wenn es das nächste Modell gibt, dann zum Beispiel. Super. Also Leute, vielen Dank für den Pitch, vielen Dank für die Vorstellung. Und für alle, die jetzt zuschauen und sich auch denken, hey, ich hätte da eine Idee und hätte Lust, in der 3D-Druck-Challenge mitzumachen, weil die geht ja noch, also bis Ende Mai ist die Einreichfrist. Ja, also jeder, der eine Idee hat, die sich mit der 3D-Drucktechnologie umsetzen lässt und die sich aber dann auch irgendwie am Ende des Tages vermarkten lässt, jeder, der so eine Idee hat, kann da gerne mitmachen. Auch unter diesem Video findet ihr einen Link zur 3D-Druck-Challenge, wo ihr euch eintragen könnt. Und Matthias oder Gerhard, ihr könnt da gerne mal von eurer Seite aus berichten. Ihr habt ja den ganzen Prozess durchlaufen. Wie war das so für euch oder wie sind so die Schritte, die man geht, um dann ins Finale zu kommen? Ja, los geht's eigentlich mit der Idee. Und das ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Also man sollte sich erstmal Gedanken machen, was man denn so machen möchte. Denn die erste Einreichung bei uns war, ein Poster zu erstellen über die Idee mit ein paar Fotos, möglichst von schon gedruckten Sachen, wenn es geht. Aber vermutlich gehen auch irgendwie 3D-Modelle und so ein bisschen Beschreibung, was denn dahinter steckt. Das war also die erste Runde, mit der man mitmacht. Und ja. Dazu ganz kurz, da möchte ich mich nur kurz einschalten und möchte sagen, auf jeden Fall einfach machen. Also wir haben von Anfang an der Idee sehr gezweifelt und waren nicht sicher, ob wir machen sollten bei jeder Runde. Und ja, sind froh, dass wir es überhaupt gemacht haben. Und wenn ihr irgendeine coole Idee habt, einfach mal machen. Gerade die erste Runde ist eine relativ niedrige Hürde. Reicht so ein Poster ein mit ein paar Fotos, beschreibt eure Idee und dann schaut einfach mal. Dann werdet ihr vielleicht auch gepackt von dem Fieber, wenn ihr in die nächste Runde kommt. Also einfach mal mitmachen. Also da Genau, eine kann ich zweite Gerhard Runde. nur zustimmen. Kann ich Ja, Gerhard ja. nur zustimmen, weil wir haben nicht geglaubt, dass wir so weit kommen. Und dann haben wir tatsächlich die ganze Challenge gewonnen.
Ja, das also machen. Ja. Genau, und die zweite Runde, da warst du jetzt gerade dabei. Ich? Ach so. Genau, zweite Runde, da wird es dann ein bisschen ernster, wenn man das sagen möchte, je nachdem. Zumindest für uns war das neu, weil da geht es dann so ein bisschen um die Business-Aspekte, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie würde das denn als Produkt funktionieren, wie sieht das denn finanziell aus? Und ja, da geht es dann darum, so eine kleine Finanzplanung zu machen, so ein ansatzweise Businessplan, wie könnte man diese Idee umsetzen in ein erfolgreiches Produkt. Da waren dann auch Vorlagen da, die man dann verwenden kann. Und genau, also das Schöne ist, man bekommt bei allen Runden irgendwie Vorlagen, an denen man sich entlanghangeln kann. Also man ist da nicht komplett auf sich allein gestellt, sondern gibt irgendwie auch ja, so ein paar Anleitungen, Vorlagen und Hilfestellungen, wie man sowas erstellt. Das heißt, wenn man das noch nie gemacht hat, so wie Gerhard und ich, die noch gar nichts mit sowas zu tun hatten, da kommt man schon auch trotzdem durch, wenn man sich da ein bisschen Zeit dafür nimmt und sich ein bisschen durchbeißt. Ja. Ja, also stimmt, am Anfang war die euch noch ganz unsicher und wusstet noch gar nicht, ob ihr überhaupt mitmacht oder ob die Idee überhaupt ansatzweise funktioniert. Und jetzt habt ihr gewonnen, ne? Mega stark. Sehr geil, Leute. Ich feiere es voll. Ja, okay. Also, super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr findet, wie gesagt, alles unter dem Video, in der Videobeschreibung, in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Video. Ciao.